Willkommen zurück bei Legend of Zelda Majora's Mask. Ah, wir sind hier gerade in der Berg... Nee, warte mal. Doch, wir sind genau von da gekommen, das weiß ich jetzt. Ah. So, ich würde sagen, hier hoch. Wo geht's denn da lang? Zum Pinky Bären, ja, Vorsicht, Rutschgefahr und riesige Schneekugeln. Okay. Wir werden aufpassen. Oh, noch 3 Folgen aufnehmen, dann bin ich prepared vor den Urlaub. Ja, prepared vor den Urlaub. Genau das wollte ich sagen. Oben ist so ein scheiß Fledermaus. Warnung! Für öffentlichen Verkehr und Leuten, die den Goronensprung nicht beherrschen, gesperrt. Wo ist das Vieh? Obwohl, hier komme ich doch wohl rüber mit den Hasenohren, oder? Ah, nee, hier. Nee, 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 da komme ich nicht rüber. Unmöglich. Komme ich nie und nimmer rüber. So. Ne, da war ich ja schon. So, da lang. Zum Gorondorf. Ah, da genau. Da wollen wir hin. Ah, komm. Zu den Goron, da wollen wir hin. Boah, du Scheißvieh. Kackvieh. Dankeschön. Oh nein. Brücken. Ich hasse Brücken. Und dich kann ich auch nicht leiden. Oh, du warst ganz leicht. Ich mag dich doch. Tingel! Ja, mein Herr. Hallo, Herr Fee. Wollen Sie einen von den Karten kaufen? Picky Bernia haben wir schon, glaube ich. Romani Ranch. So, okay. Ja, stimmt, die habe ich ja gekauft. Das... Was ist das für... Das ist ein Schneeball. Lass ihn nur näher kommen. Wenn er zum Schlag ausholt, ist das deine Chance. Ah! Nein! Na gut, wenn du meinst. Ah, blödes Vieh. Boah, das war knapp. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Ups. Goronendorf.
Wir rennen! Es ist kalt! Es ist schwer, bei dieser Kälte wach zu halten. Möchtest du den Geruch? Ja. Dann öffne ich das Tor mit einem Geruchstampfer. Ich werde das hier doch rasch wieder schließen. Nicht zu viel Kälte reinzulassen. Also beeil dich. Bist du bereit? Wo genau ist das? Wo ist das? Wo hat er dieses Tor aufgemacht? Was? Die Eule! True, so treffen wir uns wieder, Fiendkind. Waren dir meine Statuen von Nutzen? Ja. Sieht so aus, als würde in dir die Kraft und das Schicksal dieses Landes zu verändern. Aber der Weg wird noch steiniger. Viele Prüfungen erwarten dich. Bitte beschütze das Volk der Bewohner. Ihr Land ist verdammter Eis und Schnee begraben zu bleiben. Kein Leben wird in diesem Land mehr erblühen können. Doch ohne Mut und Entschlossenheit kannst du diesen extremen Bedingungen nicht standhalten. Doch bist du erfüllt von ewigem Licht dieser Werte, wird diese Geschichte ein glückliches Ende nehmen. Ja, ich will weitergehen. Juhu, viele Stärken wohnen in dir, mein Kind. Ich hoffe, es sind genug, um das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Ich werde mich nun erheben und auf den Schrein zu fliegen. Folge mir. Doch vertraue nicht auf deine Augen. Lass dich von meinen Gefühlen leiten. Dann wird sich der Weg offenbaren. Bist du bereit? Folge mir nach. Warte mal. Hey, der verliert Federn. Du verlierst Federn. Okay, ich kann hier ich kann hier laufen und rutschen. Scheinbar auch. Da war irgendwie keine Stelle mehr zum Landen. Da war keine Stelle mehr zum Draufspringen. Lenk bitte. Okay. Hey, geschafft. Ja. Puh, nicht umsonst habe ich an dich geglaubt. Doch auch ab hier sollten deine Augen sich nicht täuschen. Also vertraue auf deine Gefühle. Tritt nur den Schrein. Dich erwartet etwas, das dir auf deiner Reise von großem Nutzen wird. Setze diesen Gegenstand ein, wenn du von hier zurückkehrst. Oh nein. Was bekommt? Was kommt da jetzt? Ah, das Auge der Wahrheit! Blicke durch die mystische Linse, um Geheimnisse zu sehen, die dem Auge umsonst verborgen bleiben. Platziere es auf... Yeah! Ich brauche mal gerade meinen Bombenkopf. Wie nix. True. Oh yeah. Ich warte jetzt noch, bis ich noch mal kann und dann. Ah, jetzt kann ich noch mal. Bomben. Wow. Na, hier liegt er ja toll. Aber es kann sein, dass hier schon was versteckt ist durch das Auge der Wahrheit. Wie toll es sich dahin passt. Haha! Wusste ich's doch. Ja, jetzt kannst du nichts mehr machen.
Wow. So was muss ich auch unbedingt verstecken. Was? Hast du noch nie eine Skulptur gesehen? Ihre harte Schale schützt sie. Aber der Bauch ist verwundbar. Whoops. Das war nicht ganz so beabsichtigt, aber in Ordnung. Ich habe doch eine stärkere Wirbelattacke noch gelernt. Bam! Ey, so. Ich muss damit aufhören. Oh, es wird Tag, glaube ich. Ja, es wird Tag. Zweiter Tag. Bericht an. Ach was. Da hinten ist was eingefroren. Da hätte ich auch ohne die Haselnuss drüber hüpfen können, oder? Oh, mit Haselnuss ist mir irgendwie lieber. Oh, nein! Na! Ich glaube, ich mach's doch ohne die Haselnuss. Ah! Jetzt stehe ich in der Luft. Hä? Die kam jetzt hier ungeordnet. Hä? Was ist das? War das ein Geist? Das ist ein Geist. Oh ja, Geister. Na du? Alter. Was haben sie denn mit dir gemacht? Kann das denn sein? Kannst du mich wirklich sehen? Ja, kann ich. Wenn dem so ist, dann folge mir. Yo, Mann. Ah, hier ist noch so ein Deko-Typ, dem können wir wahrscheinlich diese Sumpfurkunde verkaufen. Ah, hier hätte ich also reingemusst zum Schreien. Piss dich. Gehen wir mal hinterher, ne? Ich bin... Wie weit soll ich dir noch folgen, Typ? Mann! Die zählt an der Folge. Ich hab seinen Schatten aber noch gesehen. Jetzt sehe ich da hin. Habe ich das gerade richtig gesehen? Tatsächlich, da ist eine Leiter. Haha! Ich bin dran hochgeklettert, ohne sie zu sehen. Wie nice. So, dann mal nach oben, ne?
Hier bin ich falsch. Komm schon. Wo ist er denn? Hier rein? Ja, da ist er. Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin der Dahmani der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Aber leider, jetzt bin ich tot. Oh, fürs... Ich machte mich in der Hoffnung, einen Dämon vertreiben zu können, zum Picky-Berni auf. Doch dann erfasste mich der Schneesturm und stieß meinen Körper von einer Klippe. Und hier bin ich nun. Wie ärgerlich. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich nicht tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Ah, der Geflügelte sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie gelandet seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber bitte tu es. Lied der Befreiung, ist ja wohl klar. Oh, welch lindernder Klang, all meine Sorgen schmelzen dahin in den Fluss der Musik. Ich kriege eine neue Maske, das finde ich cool. Oh, sie jubeln ihm zu, wie cool. Ja, Dahmani, du bist der Kriegsheld. Ja, ja, Dahmani, ja, los, Dahmani. Sind das Tränen? Oh. Ah. Maske, eine Goron-Maske, cool. Meine unsterblichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinem Grabstein geschrieben. Du solltest sie lesen. Du erhältst die Goron-Haut. Du hast die Goron-Haut. In dieser Maske wohnt der Geist eines stolzen Goron-Kriegers. Drücke C um in den... Die zweite Verwandlungsmaske. Yippie, yay, yay. Oh, für das Wohl der Goron, ich bitte dich um deine Hilfe. Gorone, Gorone. Seid ihr bereit, Freunde? Los geht's. Oh, wie cool! Oh, wie nice! Ah, nice! Das ist ja nice. Ich finde das richtig nice. Ah, wie geil. Oh, Aktion? Oh, wieso kann ich denn irgendwie rasch jetzt ziehen? Oh, die heiße Quelle! Fuck yeah! Ja. Was haben wir hier? Und damit ist er ordentlich schnell. Cool, wir sind ein Corona, ja! Naja gut, irgendwie ist es ja schon traurig. Du bist... Nein, du bist doch nicht etwa der große Dahmani! Dann, wessen Grabmal habe ich denn errichtet? Bist du zurückgekommen, weil es in deinem Grab zu warm war? Ja, so ein bisschen, ne? Warte, oh, das was ist gar nicht herausgekommen. Da muss ich mir wohl ein wenig mitnehmen, ne? Oh, wie cool, wir sind ein Gorone.
So groß, er hält das nicht mehr in die Luft, nein. Er kann die Sachen jetzt schon so halten. Wir haben jetzt heißes Quellwasser. Oh, das ist cool. Sein Kumpel ist ja eingefroren. Wollen wir da mal. Plopp. Hey, mein Bro, alles okay bei dir? Huch, was ist passiert? Oh, geht's dir gut, Bruder? Du hast ein Eis gefangen. Dr. Mani hat dich gerettet. Der große Damani, spinnst du trotzdem noch? Hast du das gehört? Der große Damani starb und liegt in seinem... Hey, Damani! Ich war auch erschrocken, aber es sieht so aus, als wäre es der große Damani nicht tot. Und ihm ist nicht kalt, so wie euch. Wirklich? Jetzt steht wieder ein Stern in der Hoffnung am Himmel über dem Dorf. Großer Damani, bitte unternehm etwas gegen den Schneesturm, der von Pekinvernia kommt. Alter, wie weit der das Zeug wirft. Nimm das Ding und jetzt wird weit geworfen. Haha. So, ich nehme hier nochmal Wasser mit. Kann ich mich damit nicht rollen? Ich bin ein Stein. Ein Stein. Oh. Oh, ups. Oh, was für schöne Man-Boobs wir haben. Ey, nein! Böser Damani, böse! Oh. Alter, wie fett Link mit dem Ding wird. So, Link, gehen wir uns noch was holen. Aber das mit dem Rollenkern ging ja schon von Natur aus. Da braucht er keinen Damani für. So. Rüsten wir mal wieder was anderes aus. Was geht das? Sieht ja bescheuert aus. Wie cool. Ich frag mich, was wir für Masken wir noch so bekommen. Obwohl die letzte Rasse, die mir einfallen würde, wären die Soras. Oh, Freunde, mir fällt drauf. Die Folge ist zu Ende. Im nächsten Part würde ich sagen, gehen wir wieder nach unten und ja, jetzt sind wir ein bisschen weitergekommen. Ich würde sagen, bis dann. Ciao.